So, wir waschen jetzt Geschirrtücher, also nur zwei Stück, und die Decken vom Sofa. Wir waschen auf Baumwolle. Ich mache 70 Grad, 1600 Umdrehungen mit Wasser plus 3 Stunden 9 Minuten. Ich kürze ab auf 2 Stunden 10. Das reicht schon. Und dann nehme ich mein Queen of Laundry Wash Pulver, was ich damals in Germany gemacht habe. So, und jetzt, Moment, mit einer Hand ist es schwer. So, und wir kippen jetzt hier ein wenig. Hier noch ein bisschen. So. Das sieht jetzt viel aus, aber ist nicht viel, glaubt mir. So, dann tue ich die Sachen hier mal rein. So. Gut. Dann mache ich zu und starte schon mal. Ich benutze noch von Persil Universal Mega Pearls, da die so gefleckt sind. Und ja, brauche ich ein bisschen Bleiche. So, ich hoffe, Wasser kommt nochmal. Und ja. So, was wollte ich jetzt gerade suchen? Das habe ich schon vergessen. Naja, auf jeden Fall, ja. Komm, mach mal noch eine. Wow, guck mal. Wow. Machen wir noch eine halbe, nicht mal halbe, Packe von Blumare. Das ist so unglaublich göttlich schön. Deswegen muss es bei mir fast in jeder Wäsche jetzt drin sein. So. Genau, und was ich euch heute zeigen möchte, und zwar, ich habe bei Feel Germany so tolle Weichspülmischungen gesehen und ich dachte mir, boah, wie macht die das? Die hat mir ja auch diese Princess Weichspüle gegeben, also geschenkt, hat sie extra nur für mich gemischt und ja, das war ja leer. Und ich habe mir gedacht, ich tue in ihre Flasche mir jetzt auch was selber mischen und ich kann euch verraten, was da drin ist. Also das ist nicht Princess mehr, sondern das ist, was ich gemacht habe, weil ja mein Princess leer war. Und genau, ich zeige euch, was ich gemischt habe. Und zwar habe ich von Softland Traumfrisch genommen. Ein wenig, so ungefähr, also so viel. So, sag mal so. Dann habe ich von Lenoir Frühlingsgarten dann nochmal so ein Stück gemacht. Und dann noch mit Lenoir sensitiv bis hier hoch, wie ihr sehen könnt, aufgefüllt. Und Leute, ich muss sagen, das riecht so, so mega. Also, das müsst ihr probieren.
Ich wollte das vor euch mischen, aber das habe ich so vergessen gehabt. Und ja. Naja, ist jetzt nicht so schlimm. Ich habe euch ja gesagt, was drin ist. Also diese drei Sachen sind drin. Also von den zwei hier beide gleich viel rein und von dem hier noch halt den Rest, also ganz wenig. Es riecht unglaublich toll und ja. Wartet. Ja, ihr wisst ja, Lenore Sensi, die hat so einen starken Duft, den mag ich eigentlich wirklich nicht so gerne. Aber wenn ihr den Lenore Sensitive mit einem anderen Beispiel mischt, dann riecht das so gut, weil der ist irgendwie so intensiv. Und dann, wenn ihr das zum Beispiel jetzt mit Lenore Frühlingsgarten mischt, dann wird dieser Duft richtig intensiv. Also das macht die Sache intensiver und ich finde das super cool. Und das habe ich alles nur dank Faye Germany herausgefunden, weil sie das gemischt hat. Und ja, voll cool, also richtig gute Idee, Faye. Richtig toll gemacht hast du das. Und ich tue ab heute immer Lenore Sensitive mit irgendein anderes mischen. Weil, glaubt mir, es riecht einfach so Bombe. Und ich werde natürlich jetzt mein gemischtes hier benutzen. So. Dann tun wir hier mal auffüllen. Schaut euch mal die Farbe an. Die sieht auch mega cool aus, gell? So eine Mischung lila-pink. So. Und wisst ihr was für den Duft? Kommt hier. Ja, also richtig cool. Oh, guck mal, was ist das? Klumpen sind entstanden. Naja, ist nicht so schlimm. Ja, also richtig, wirklich. Ich feiere die Beispielmischungen von Faye Germany und ja. Ich finde, keiner kann es besser machen als sie. Sie hat auch irgendwie die Nase dafür, ich weiß nicht. Ich habe zum Beispiel die Nase nicht dafür, Gerüche zum Beispiel irgendwie so zu erkennen oder so, aber sie kann das so gut. Upsi, jetzt habe ich geklettert. Ich versuche nur gerade diese Klumpen da wegzumachen. Außer ich kriege die Maschine noch an, weil wer mich kennt, weiß, dass mich sowas stört. Yes, dann tun wir das doch gleich da rein schmeißen. So. Oh mein Gott, das riecht so gut. So, jetzt mache ich das hier langsam auf, weil der Weichspüler ist schon drin. Den tue ich hier ein bisschen noch spülen. Damit es hier unten spült. Das reicht doch schon. Hallo. Hallo Schatzi. Was machst du? Nein, nicht alleine. Das reicht auch schon mit Wasser, weil ich darf jetzt hier nicht zu viel machen, da es ja so Kuscheldecken sind. Und die schäumen sehr stark. Mit Wasser schäumen die dann noch mehr. Und ja, das reicht, finde ich. Und ja. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Meine Tochter will Capri-Sonne. Ja, meine Tochter will Capri-Sonne. Hallo. Ja, die Tochter will Capri-Sonne. Naja, auf jeden Fall, ich wünsche euch was und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss, sag tschüss. Zeig, was du zeigen willst. Zeig doch. Ich schnulli. Okay, also dann. Ciao.
Yeah.